Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu der Legung mit dem Thema Was erwartet dich in 3 Tagen? Heute haben wir 2 Stapeln zur Auswahl. Ich würde dir schon empfehlen, dass du eines der Stapels aussuchst und ich habe heute noch die Kerzen vorbereitet, falls du auch noch nach einer Kerze gehen möchtest. Dann kannst du das natürlich auch machen. Ja, lass dich von der Flamme führen, von der Flamme es inspirieren. Das Deck Nummer 1 hat hier einen Bergkristall liegen. Und Deck Nummer 2, Position Nummer 2, ist durch so ein Pyrit vertreten. Lass dir genug Zeit, fühle dich hinein. 1 oder 2. Ich starte schon mal mit der Position. Mit der Position 1. Ich lasse mal diese Kerze doch noch hier. Ja. Also, herzlich willkommen. Du hast dich für Bergkristall und eine, ich würde sagen, so eine blaue Kerze entschieden. Ja, so hellblau. Fast Pfefferminzton. Dann lass uns mal gucken, was dich erwartet in den kommenden 3 Tagen. Welche Energien kommen auf dich zu? Vielleicht ist da eine oder andere Überraschung dabei. Ein König der Schwerter kommt auf dich zu. Der dir womöglich etwas vorspielen wird. Oder, weil das eben eine allgemeine Legung ist, es kann sein, dass du dich in den nächsten 3 Tagen komplett von dem besagten König der Schwerter, das kann ein Mann sein, ja, der dir besonders nahe ist, sei es bis hin zu jemand, der etwas kühler rüberkommt, etwas zu rational rüberkommt, dein Ex kann das sein, das kann ein Mann sein, der seine Gefühle nicht wirklich offen zeigt, ja, so dass du hier auch in den nächsten 3 Tagen konkret weißt, aha, das war alles eine Scheinwelt mit ihm, eine Illusion. Ich sehe hier nicht, dass er hier große Worte parat hat für dich. Ja, ich sehe hier mehr, dass du ihn durchschauen wirst. Egal, was am Ende dein Tun sein wird, wichtig ist jetzt für dich zu wissen, du schaffst hier für dich Klarheit. Du machst hier einen Punkt. Du stellst hier einen Punkt, das ist eine... Am Ende ist es auch eine Punktlandung, ja, sodass du nicht das Ganze zwischen euch weiter schweifen lässt, sondern du sagst, aha, jetzt ist alles klar, jetzt ist bis hin zu Schluss, Punkt oder Ende. Ja? Wenn das keine Person ist, wenn dir niemand sonst bekannt ist, ja, das kann natürlich auch dein Chef sein, das kann dein Bruder sein, das muss nicht unbedingt eine männliche Energie sein, ja, du siehst schon, wie komplex das Kartenlegen an sich ist. Und das ist auch gut so, weil das auch eben mit vielen von euch resonieren kann. Denn es geht hauptsächlich beim Kartenlegen um die Energien lesen. Ja, oder Energien nachfühlen, nachspüren, je nachdem, wer womit arbeitet. Hier geht es um eine Energie des Königs der Schwerters. Des Schwerters, ja? Kann eine Person, männliche Person sein, muss es aber nicht. Vielleicht schlüpfst du in diese Rolle und
wirst für dich in den nächsten 3 Tagen etwas klar strukturieren. Ja, mit Illusionen endlich Schluss machen. Sich von dem Scheinwelt, von den Träumereien verabschieden. Je nachdem, ja, wie es jetzt mit dir resonieren wird. Geht es auch noch darum, dass du sei es eine Beziehung überdenken wirst oder eine Verbindung zu einem bestimmten Menschen hier überdenken wirst und zu deinen Entschlüssen kommst. Aber diese sind dann mehr positiver Natur. Du möchtest dich befreien. Du möchtest, dass etwas von dir abfällt, was dich belastet, was nicht der Realität entspricht. Und das wirst du auch in den kommenden 3 Tagen erreichen. Du wirst auch eine Wahrheit einsehen, durchblicken können wirst du auch. Die rosa-rote Brille wird hier mit den Gläsern nach innen womöglich zerschellen. Ja? Das ist eine komplett andere Sicht deiner Welt. Etwas geht hier zu Ende. Und das mit Poltern und Zerschellen. Ja, es ist jetzt an der Zeit. Es ist endlich an der Zeit einzusehen, was du für dich eigentlich brauchst. Ja? Sei ehrlich mit dir. Dieses Ereignis erwartet dich schon. Es ist auch eine womöglich wichtige Transformation, die auf dich zukommt. Und dieses Ereignis bringt dir nun mal Frieden. Und ist auch dafür da, damit du erfolgreich bist in deinem Leben. Du endlich an dich selbst denkst oder du etwas erreichst, was dir, persönlich dir, viel, viel wichtiger ist, als du dir gedacht hast. Auch wenn es nicht einfach wird, auch wenn es zu den Konflikten im Außen sowie im Inneren führen wird, sollst du diesen Weg hier gehen. Und das wirst du selbstbewusst machen. Du bist in der Lage, diese Veränderung zu meistern. Womöglich hast du selbst schon mal geahnt und auf diese Veränderung gewartet. Denn irgendwo war das ja auch schon mal offensichtlich, dass es so kommt. Diese Legung ist zeitlos. Ja, wenn ich sage in 3 Tagen, dann ab dem Zeitpunkt, wo du dieses Video dir anschaust. Was kommt denn noch in dein Leben in 3 Tagen? Weggang von gut, schön, bis hin zu ein rasender Weggang, ein sehr entschiedener, sehr selbstbewusster Weggang von dem, was dich emotional ein bisschen zu zerstört hat oder was dich emotional zu sehr belastet hat. Das eindeutig, das wird hier nochmal unterstrichen, mehr in deine Fühle, mehr in deine Stärke. Mehr in deiner auch Selbstwirksamkeit, wo du sagst, wow, ich bin in der Lage, ich kann noch ausbrechen, ich kann durchschauen und ich gestalte mein Leben so, dass es mir gefällt. Hier haben wir einmal eine Rune gezogen, das ist Kenas, hier kommt nochmal Fechu und hier kommt Gebor. Jetzt. Also,
Kenaz, bei Kenaz geht es darum, dass du kreativ sein wirst, was deinen auch eigenen Wohlstand angeht, das auch deine Ziele angeht und deinen weiteren Weg angeht. Am Ende des Tunnels gibt es auch Licht. Womöglich siehst du dieses Licht bereits oder du wirst es sehen. Ja, das Universum ist jetzt großzügig und möchte dich auch beschenken. Beschenken, sei es bis hin zu mit materiellem Wohlstand, ja, das kommt ja auch sehr stark rüber. Oder mit den Gaben, die für deine Seele sehr wichtig sind, sehr bedeutend sind. Womöglich wirst du hier auch die Möglichkeit haben, dich zu entspannen. Sei es in einem Hotel, ja, irgendwo am Wasser. Eine schöne Zeit. Bis hin zu alleine zu verbringen. Vielleicht auch mit deinen Tieren zu verbringen. Dort, wo du dich wohlfühlst. Bis hin zu irgendeiner Party zu feiern, sei es ist nur deine eigene Party. Du feierst hier dich selbst. Ein Champagner nur noch auf dich, ja? Schau dir mal diese Karte hier an, diese Abbildung. Ja, sie genießt ihr Dasein. Sie erlaubt es sich, dass es ihr gut geht. Sie feiert ihr Leben. Was kommt noch? Blockaden werden gelöst. Ja, natürlich. Ich löse mich in Liebe bewusst von alten Mustern. Blockaden lösen ist jetzt angesagt. Und wenn es vollbracht ist, dann kannst du auch deinen Sieg feiern. Dann kannst du auch gutes Gelingen feiern. Sollst du, ja? Musst du, je nachdem. Suche nach einem Zeichen. Du bist bereit. Höre auf deine Intuition. Ich sagte ja, womöglich ahnst du ja auch, dass es jetzt auf dich wie so eine Lawine womöglich zukommt. Hier kommt noch kein Grund zur Sorge. Ja, kein Grund zur Sorge, meine Liebe, du. Bist gut mit dir selbst verbunden, du bist gut mit der höheren Quelle verbunden, sodass bis hin zu du geführt wirst. Es ist schon sehr wichtig, dass diese Blockaden und diese Muster jetzt nun mal endlich gelöst werden. Das wird dich auch befreien. Hier kommt die Karte mit dem Titel Vergebung. Vergib und vergiss, das Leben ist zu wertvoll, um es sich zu verderben. Für viele von euch eine starke Botschaft gefühlt. Vergib und vergiss, sei es vergib einem bestimmten Menschen, vergib der Situation, vergib der Welt, vergib den Umständen. Es geht um die Vergebung. Wir machen es heute nicht so lang. Hier kommt die junge Braut umgedreht. Ja, womöglich bist du noch nicht wirklich in den Energien, wo du sagst, ja, aha, okay, jetzt bist du bereit, dich einem neuen Mann oder eine neue Liebe komplett zu versprechen, ja. Es geht erstmal um Loslassen, ja, um Blockaden lösen und erst dann würdest du erblühen, meine Liebe. Und hier kommt Bewusstheit oder bewusst leben
Und das soll bei dir aktiviert werden, ja, denn auch dein Bewusstsein, wie bewusst ist dir das, was bei dir auch in der Liebe geschieht? Ist dieses Herz hier noch mit Wolken bedeckt? Ja, hast du schon den Durchblick? Wenn noch nicht, dann überleg dir mal, wie schaffst du denn diesen Durchblick, damit aus dir auch eine fertige Braut hier wird? Ja, denn diese Karte, die kam auch umgedreht, meine Liebe. Und das heißt für dich, es gibt nun mal eine Aufgabe. Ich lasse sie jetzt mal aber aufrichtig, ja, damit ihr arbeitet. So. Und du machst dir bitte Gedanken, was sollst du unternehmen? Ja, damit du ganz genau weißt, wie dein Liebesleben zukünftig auszusehen hat. Zukünftig, nicht zu weit in die Zukunft denken, meine Liebe. Eine Woche, 1 bis 3 Wochen. Ja, damit du konkret, sei es nur noch einen Punkt ausgearbeitet hast, wie es bei dir dann auszusehen hat. Oder was gibt es noch zu tun? Wo sollst du ausmisten? Und jetzt konsultiere ich diese wunderschönen Karten. Das ist ein Orakel, ein schamanischer Traum. Vielleicht werde ich auch aus dem Buch einiges vorlesen. Mal schauen. Für dich, extra für dich die Botschaft. Wow, der Pakt kommt hier. Ein heiliger Vertrag. Ein Kontrakt. Das ist ja hier ganz magisch. Ich möchte dir gerne auch aus dem Büchlein hier die Bedeutung oder die Botschaften vorlesen. Arrangement, heiliger Vertrag, Allgemeinwohl. Das Universum lädt dich zum Abschluss eines heiligen Vertrages ein, meine Liebe. Seelenvertrag. Bis hin zu, ja. Es geht hier um Verträge. Doch kann diese Karte auch darauf hinweisen, dass ein Übereinkommen, das du einst mit dem großen Geist getroffen hast, erneuert oder aufgehoben bzw. zerrissen werden muss. Das ist ja spannend. Eröffnet sich dir momentan eine vielversprechende Chance, die du aber nicht ergreifen und voll für dich nutzen kannst? Das ist eine Frage an dich. Das liegt daran, dass sie in den Rang eines heiligen Paktes erhoben werden sollte. Pakte müssen auf Wahrheit beruhen, nicht auf deiner oder seiner oder ihrer Wahrheit, sondern auf einer höheren Wahrheit, die dem Schicksal alle Rechnung trägt. Beim Pakt geht es nicht allein um dich und deine Interessen. Als Garant für den guten Willen aller Beteiligten und um sicherzustellen, dass deine Ziele dem Allgemeinwohl dienen, muss der große Geist mit an den Tisch geladen werden. Es geht nicht nur um dich, nicht nur um deinen Willen oder seinen Willen, sondern um das Allgemeinwohl, weil eben das Ganze hier, um was es hier geht, ein bisschen zu heilig ist. Das ist ein heiliger Vertrag. Hier steht es auch, heiliger Vertrag, wie du unten sehen kannst. Es ist etwas Sakrales und es dient auch dem Allgemeinwohl. Und aus diesem Grund sollen hier die höheren Mächte auch mit dabei sein. Es ist wichtig, dass du weißt, worauf du dich einlässt. Lies also unbedingt auch das Kleingedruckte, um zu verhindern, dass du etwas anfängst, was du womöglich bald bereust oder was deine Integrität gefährdet. Zögere nicht, alle Karten offen auf den Tisch zu legen, damit deine Motive und Wünsche transparent sind und nichts im Verborgenen liegt. Sollten nämlich Schattenelemente bleiben, geht der Pakt in die Binsen und gerät zu einem Bund mit der dunklen Seite, der sich unweigerlich erfüllen wird. Hier aufgepasst, meine Liebe, ob die Muster gelöst sind. Ja? Zuerst die Muster lösen und dann überlegen, was ist denn jetzt mit dem Pakt? Ja? Wie geht es weiter? Oder was wird denn hier beendet oder erneuert? Alles Gute für dich. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wir sehen uns dann im nächsten Video.
Ich wünsche dir eine spannende Zeit. Okay, jetzt geht es schon mal weiter. Ich muss nur noch hier die Karten ordnen. Ich mache die Kerze schon mal aus. Du kannst auch weiterhin dabei bleiben und dir überlegen, auf welche nächsten 3 Tage du bei der nächsten Stapel schaust. Dies wäre natürlich auch möglich. Okay, na dann wollen wir mal bei der Position 2 sehen, was jetzt wichtig ist auf dich. Aufkommt. Position Nummer 2. Herzlich willkommen. Die nächsten 3 Tage. Womit ist zu rechnen? Mit welchen Energien, mit welchen Situationen, mit welchen Aufgaben ist zu rechnen? Königin der Münzen, das kannst du sein, besonders wenn du Steinbock, Stier oder Jungfrau bist, sei es auch im Aszendenten oder sonst im Mond. Wie geht es für dich denn weiter, ja? In Sachen Liebe. Da bist du dir noch unsicher. Da bist du dir unsicher. Dreiecken, ein bisschen zu Dreieck für einige von euch. Und du möchtest denn nun mal endlich erfahren, kannst du die Nummer 1 sein, ja, für einige von euch, meine Liebe, ist es jetzt aktuell, das musste jetzt so gesagt werden. Für die anderen, die sagen, es gibt keine Dreiecksgeschichte, möchtest du hier ganz genau verstehen, wie es denn dazu kommt, dass es zwischen euch schön, gut und harmonisch funktioniert. Liebevoll, auf Augenhöhe, voller Zärtlichkeit, voller Zuwendung. Wie kann es denn funktionieren? Oder du wirst dich in den nächsten 3 Tagen auch damit beschäftigen, dass du nach Lösungen suchst oder in den Energien bist, wo du die trüben Gedanken aus dem Weg räumen möchtest, wo du mehr ans Licht gehen willst, in die Liebe gehen willst. Und das natürlich am liebsten mit ihm. Ja, auch sehr starke Resonanz für diejenigen, die hier wirklich eine Konkurrentin haben oder die in der Dreieckskonstellation doch noch stecken. Du möchtest sie geliebt werden. Oder falls du doch diejenige bist, die von der anderen Frau weiß und du bist womöglich mit dem Mann hier verheiratet, ja, falls du die Ehefrau bist, dann möchtest du auch hier nachvollziehen und verstehen können, ja, liebt er dich noch? Und du wirst die Möglichkeit haben, dieses herauszufinden. Brennt er noch für dich? Bist du noch geliebt? Hat er noch sexuelles Interesse an dir? Und falls du die Geliebte bist,
Dann möchtest du wissen, wie es denn bei ihm mit seiner Frau aussieht. Ist da noch Sex vorhanden? Ist da noch Liebe vorhanden? Sind ja alles Themen, die dich neugierig machen werden. Ja, was kommt jetzt situativ auf dich zu? Ich sehe hier keine Auflösung von dem, was belastet. Ich sehe erstmal einen Richtungswechsel. Ja, aber das ist schon mal ganz viel. Denn dieser Prozess hier, der mir jetzt gezeigt wird, ist nicht so ganz einfach. Ja? Und wegen der Komplexität wird es hier in sehr, sehr kleinen Schritten vorgegangen. Erstmal Perspektive wechseln, Richtungswechsel. Ganz subtil, ja, ohne zu übertreiben, auch schön mit Bedacht. Anders geht es hier ja auch nicht. Es muss so sein, ja, so dass es sich doch noch so zieht. Denn es gibt vieles, was im Raum steht, was man einfach nicht wegdenken kann, auch von dem Dunklen, ja, von dem mehr belastenden, unschönen. Also du kannst es nennen, wie du magst. Ja, es gibt so viele Synonyme für mehr schwere Energien. Für mich sind das mehr schwere Energien. Okay. Was erwartet dich? Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Na, du wirst aus den schweren Energien durchaus brechen können. Ja, sei es nicht in den 3 Tagen, sondern vielleicht in 8 Tagen. Ja, aber du bist jetzt auf dem Weg. Du bist auf dem Weg zu dem, dass du dich hier viel, viel wohler fühlst. Sei es, die Situation wird sich verändern, wird sich wandeln. Genau, hier sehe ich jetzt noch den Tod. Genau, es geht um diese wichtige Transformation hier für dich. Es braucht noch etwas Zeit, auch ein bisschen zu 4 Tage. Ja, vielleicht ist hier noch etwas geheim. Ja, oder du möchtest ein Geheimnis lüften. Mehr Klarheit bekommen für Dreiecksgeschichten. Wer ist diese Frau? Wofür ist sie gut? Kann man zusehen, dass du mehr in die Leichtigkeit kommst? Dass du nicht mehr deinen Kopf mit dieser Frau befüllst? Ja, mit den Gedanken über diese Frau. Und das wird dir gelingen. Du sollst hier auch an deiner Gefühlswelt arbeiten, auch was diesen Mann angeht. Was kannst du noch tun? Was kannst du unternehmen? Plane ruhig. Wie geht die Reise weiter? Ich sagte ja, es ist ein Prozess. Ja? Fängt beim Punkt A an, endet beim Punkt B. Ist es nur der einzigste Weg, was gegangen werden kann? Gibt es da vielleicht Alternativen? Ja, wo möchtest du landen? Beim Punkt B oder beim Punkt C? Wo führt es euch hin? Hier ist es auch wichtig, dass du dran bleibst, dass du aktiv bleibst, dass du hier regierst, dass du hier Regie führst. Ja. Die
einzelnen Meilensteine, die werden schon etwas langsamer erfüllt oder erreicht. Aber es ist ein Weg. Und dein Ziel soll es sein, auch diesen Weg zu gehen. Das wird dir gut tun. Auch wenn du B oder C oder sonst noch einen Punkt nicht erreichst, hast du immer noch die Zwischenschritte, hast du immer noch Zwischenergebnisse, für die du auch etwas Gutes bekommst. Ja, das sind auch Zwischenbelohnungen, Zwischengaben, die du dann trotzdem noch bekommst. Zwischen sind dann Energien, auf die du dann später aufbauen kannst. Das sind wichtige, auch wenn nicht zu große Ergebnisse deines Lernens. Deines Verstehens, deines Planens. Es geht auch darum, den Mann etwas umzupolen. Da ist die Königin der Münzen, ja. Und er, der König der Münzen, kommt hier. Er ist zwischen zwei Energien. Sei es mal ist er doch noch beweglich, mal ist er doch noch zu konservativ. Ja, also sodass er hat seinen Plan, er hat seine Stereotypen in seinem Kopf und verteidigt schon seine Sicht der Dinge. Aber es geht nur nicht darum, dass man ihn verändert oder dass du die veränderst. Es geht darum, dass ihr euch zusammen miteinander wohlfühlt. Auch, dass er sich mit dir wohlfühlt. Dass er nicht zu sehr in die Energien eines kühleren, eines distanzierten Mannes wechselt. Was ist hier wichtig? Sei es gemeinsam an den Ängsten zu arbeiten, gemeinsam einen Mangel zu überwinden. Falls ihr das beide nicht tut, dann wird es für euch auch von oben erledigt. Ja, denn die schweren Aufgaben, die wurden euch auch gesandt. Ihr solltet auch damit Umgang haben, damit eben jetzt ganz, ganz langsam, peu à peu, ihr zu etwas Besserem, etwas Harmonischem finden könnt. Das ist ja ganz schön stark hier in Richtung Interaktion miteinander. Ja, so miteinander umgehen. Wenn man schon drin ist, wenn man miteinander zu tun hat. Ja, das ist mitten im Geschehen, was mir jetzt gezeigt wurde. Jetzt konsultieren wir ein paar Orakelkarten. Was erwartet dich? Hier kommt nochmal ein Sieg. Ja, es ist ein Weg. Auch wenn ein steiler Weg nach oben, um irgendeinen Gipfel zu erklimmen, ja, aber es lohnt sich, hinzugehen, hinzufahren, hinzuschauen. Wo ist denn dein Ziel? Auch wenn es zu weit... Ja, meine Lieben, das Video ist leider abgebrochen. Ich muss mal ein bisschen mehr Speicherplatz freimachen. Hier kommt es auch noch zu einer Wiedergeburt. Du veränderst dich bis hin zu sehr, sehr, sehr sichtbar. Ja, bis hin zu drastisch, wollte ich sagen. Weiß nicht. Ja, kannst du mich gerne wissen lassen, um was geht es denn hier bei dir? Das ist es eine drastische Veränderung? Welche Veränderung wäre das?
Also schön kreativ bleiben bei dem, was du denn alles bekommen sollst. Das sagt auch noch aus, du sollst nicht zu eng denken, ja, nicht zu sehr so diesen Tunnelblick haben. Aber wenn du sagst, du kannst ja nicht anders, ja, dann ist es in Ordnung. Dann ist es in Ordnung. Du sollst nur noch wissen, ja, womöglich hast du den Tunnelblick, aber am Ende des Tunnels gibt es Licht. Hier geht es um die Telepathie. Ich denke gerade an dich. Ich liebe dich. Folge der Stimme deines Herzens. Wenn du aus dieser Welt gehst, kannst du nichts mitnehmen, nur deine Seele. Was sagen denn die Engel dazu? Lass los. Du sollst loslassen. Und du bist bereit, loszulassen. Und du sollst aktiv werden. Aktiv loslassen. Etwas loslassen. Es gibt etwas Besseres. Suche nach einem Zeichen. Und die letzte Karte. Höre auf deine Intuition. Ich möchte diese Botschaften schon mal wegpacken. Wow, also sehr starke Resonanz bei dir wohl, ja, dann wäre diese Legung ja sehr, sehr, sehr passend für dich. Das war womöglich auch sehr wichtig, dass du heute genau diese Legung dir anschaust. Denn so eindeutig, wie die Karten hier zu dir sprechen, ja, das ist schon ganz klar. Ex-Partner loslassen. Ich lasse vergangene Beziehungen liebevoll los. Und danke für die Erfahrungen, die ich mitnehme. Ja, auch für diejenigen, für die es jetzt resoniert, ist das eine wichtige Legung. Im Hier und Jetzt leben. Jetzt ist die einzige Zeit, die ich beeinflussen kann. Du kannst die Vergangenheit nicht mehr verändern. Die Zukunft ist für dich nicht erreichbar. Du weiß nicht, was auf dich zukommt. Ja, du kannst es nicht kontrollieren. Aber die einzige Zeit, die du beeinflussen kannst, ist genau in diesem Augenblick, in diesem Moment. Jetzt kannst du was tun. Jetzt kannst du etwas unternehmen, verändern. Kraft und Energie tanken. Jede Zelle meines Körpers ist von Kraft und Energie erfüllt. Also an deiner Tagesordnung soll jetzt stehen, Kraft und Energie tanken, mehr Sonnenbaden, ja, mehr in die Natur gehen, an deine Kraftorte gehen. Dort, wo du spürst, bekommst du viel Energie. Verantwortung für sich selbst übernehmen. Mit Freude akzeptiere ich, dass mein Leben in meiner Verantwortung liegt. Das könnte deine Affirmation werden, ja, so dass du sagst, du akzeptierst mit Freude, dass dein Leben in deiner Verantwortung liegt. Und abschließend möchte ich hier noch einen neuen Orakel von mir befragen. Wo habe ich jetzt das Büchlein hingepackt? Aha. Ach da, okay. Das ist ein Orakel, dein schamanischer Traum-Orakel. Wow. Schön. In der Hand. Das Universum ist dein Partner. Auch was hier denn
Loslassprozess angeht, ja, wäre das vielleicht so wie ein Zwinkern, ja, ich bin dein Partner, dein Universum. Liebe Grüße, ja. Herzliche Umarmungen, wie so eine Botschaft jetzt an dich. Ich sehe hier noch, eine Karte zwinkert mir die ganze Zeit. Oh, New Beginning, ne? Ich habe die Taube hier angeguckt. Dieses Deck liegt auch neben mir und das passt so, dass auch von den Farben her, ja. Und das ist hier New Beginning. Ein neues Abenteuer erwartet. Umarme es und lebe deine Träume leidenschaftlich. Oder heißt es, willkommen und lebe deine Träume leidenschaftlich. Jetzt für diejenigen, die jetzt interessiert sind, was diese Karte noch genau im Detail bedeutet, bitte dranbleiben. Für die anderen, bitte dann auch liken, meinen Kanal abonnieren. Vielen Dank für die Unterstützung und für die Aufmerksamkeit. Und ich lese dir vor, was diese Botschaft denn für dich ist. In der Hand. Das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit, das Universum ist dein Partner. Beim Nachsinnen über die Beziehung, die du zu höheren Macht in deinem Leben unterhältst, geschieht etwas Erstaunliches. Wie lebst du diese Beziehung? Vielleicht wird deine Welt sich von einem religiösen Hintergrund geprägt oder hast du andere Wege gefunden, dieses Verhältnis zu gestalten. Wie genau du diese höhere Macht und deine Beziehung zu ihr definierst, spielt keine Rolle. Hauptsache, dass sie für dich funktioniert. Glaubst du beispielsweise an einen strafenden Gott, hast du vermutlich Angst, für eventuelle Verfehlungen gemaßregelt zu werden? Glaubst du dagegen an eine anders geartete, sanftere, verständnisvollere Version der höheren Macht? Wird deine Beziehung zu ihr wahrscheinlicher eher auf tiefgreifendem Vertrauen beruhen? Stell dir jetzt einmal vor, du könntest dich in der Hand des Göttlichen zusammenkuscheln und entspannen. Wie fühlt es sich das an? Kannst du dieser göttlichen Macht deine Bedürfnisse und Wünsche überantworten und darauf vertrauen, dass du sicher und behütet bist, ohne irgendetwas dafür tun zu müssen? In deinem Leben wird jetzt die Gnade aktiviert. Du bist in guten Händen. Du und deine Arbeit, deine Familie, Beziehungen, dein Zuhause. Alles. Alles, was du tun konntest, hast du getan. Deshalb ist es jetzt an der Zeit, dich auszuruhen und deine Batterien aufzuladen. Meine Lieben, viel dazu. Kraft tanken, ja, Energie tanken. Statt immer weiter zu rödeln, zu tun und zu machen, zu planen und so. Ja, ich sagte ja, langsam machen, ja, aber bitte ganz schön im Schneckentempo. Ein heißer Tee, ein gutes Buch und eine warme Decke werden dir jetzt gut tun. Womöglich auch in der freien Natur, meine Liebe, ja? Nutze die Chance und lass es dir gut gehen. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit nochmal und wir sehen uns schon mal bald im nächsten Video. Mach's gut, meine Liebe, alles Gute.